Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 17 Ultimate Team mit Paxis. Ah, wir können wieder Bundesliga spielen. Hier hat sich voll regeneriert. Das ist doch schon mal gut. Und ich habe nochmal nachgeschaut. Bei Draxler ist, wie gesagt, 1,87 groß. Er hat gar keinen so schlechten Sprungkraftwert. Gerade bei einer Größe von 1,87. Mit, glaube, 81, 82, 83, aber ich glaube 81 Sprungkraft, was ziemlich gut ist für seine Größe. Er hat aber keinen wirklich krassen körperlichen Wert. Der ist dann ein bisschen geboostet durch Maestro. Nee, Quatsch, durch Maestro ist er gar nicht geboostet. Ja, also er hat zwar keinen krassen körperlichen Wert, aber halt eine entsprechende Sprungkraft, wobei man aber auch noch dazu sagen muss, seine Kopfballgenauigkeit liegt nur bei 72. Also eigentlich ist er kein wirkliches Kopfballmonster. Er ist nicht der schlechteste Kopfballspieler, aber er ist kein Kopfballmonster. So, das ist ein sehr, sehr angsteinflößender Sturm. Erstens, dieser Lukaku ist, glaube ich, die zweite Inform. Und dann halt dieser verdammte orangene Son, der mir richtig auf den Sack geht. Der kann so krass dribbeln und solche geilen Tore schießen. Aber wir haben ja unseren Mali, unser krasser Inform-Geheimtipp. Also, das ist wirklich ein Geheimtipp. Sehr schön. Ach, jetzt bleiben wir einfach nicht im Ballbesitz. Was ist denn da los? Egal, kämpfen, beißen, dranbleiben. Schön aus dem Fußgelenk. Schön gemacht. Auch schön gemacht von Shaw. Und dann lässt den Ball sogar drin. Getunnelt. Schwieriger Gegner bisher. Dürfen nicht zu schnell im Spielaufbau sein. Nicht den Spielstil des Gegners aufzwingen lassen. Außer Drehung, schwieriger Schuss. Muss ich eigentlich versuchen, mit einer Schusstäuschung erst mich aufs Tor zu drehen, aber das ist halt nicht so einfach. Schade. Ah, Glück hat, dass sein Fehler nicht bestraft wird. Schade. Scheiße! Wieder schwach gedribbelt von mir. Ich musste halt so an der Grenze spielen, sonst hätte er mich halt eingeholt. Schön gemacht von Sokrates. Doppelt. Er sollte auch in die Mitte auf Mali gehen. Ah, Gegner hat Probleme. Vielleicht stellt er jetzt irgendwas um. Aber egal, dranbleiben. Genauso weiterspielen und fokussiert spielen. Vor allem auch in der Abwehr. Smalling, David Luiz, nicht bei I, okay. Walker, Shaw. Wahrscheinlich ist David Luiz auch nochmal teurer als bei I. De Bruyne, Kanté, Rooney, Eriksen, Lukaku, Son. Also, ja, sein Sturm ist halt echt gefährlich. Er spielt ein 4-3-1-2. Das sieht man ja ultra selten. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, schon mal gegen eins gespielt zu haben.
Schön gemacht von Reus. Natürlich auch wieder schwierig aus der Drehung oder aus der Halbdrehung, aber da habe ich gehofft, dass es wenigstens die Ecke gibt. Macht nichts. Lieber ein bisschen warten, anstatt einen riskanten Abschlag zu machen. Fall einfach hin und es gibt Elfmeter. Das ist wieder so ein Ding. Wird echt noch geblockt, schade. So, wir versuchen wieder Hummels ins Spiel zu bringen. War das, glaube ich. Was Hummels da hinten? Oh! Ich glaube Sokratis. Schade, aber irgendwie kommen jetzt. Also ich verstehe das. Jetzt kommen wieder die Flanken in die Mitte, mega gefährlich. Gewinnen ja fast jedes Kopfballduell. Das wird nichts, das war mir klar, weil es war Dembele. Schöne Druckphase, jetzt mal das Tor machen, komm. Fuck. Referee has indicated there will be a minimum of 3 minutes on its own. Boah. Gut, meine Druckphase war, glaube ich, größer und gefährlicher als seine, aber das hätte nicht sein müssen. Aber gut, es war einfach, da konnte ich wieder nichts machen. Großteil, würde ich sagen, war das einfach dann wieder ein bisschen Glück, ein bisschen Können vom Gegner und die war, wie gesagt, nicht so lang, die Druckphase. Leider genau in die Arme. Schön, dass es auch mal ein Gegner passiert. Krasser Pass aus der Drehung, den wir sogar behalten. Ja, so soll der gespielt werden, der Pass perfekt. Wunderschön. Keine Ahnung, warum er diesen Flick macht.
Okay. Zu weit. Fuck. Boah, hat er ein Glück, dass es keinen Elfmeter gibt. Das war auch, glaube ich, Ball gespielt. Scheiße. Dumm von mir, mich da nach außen zu orientieren, wenn man eine neue Pace reinbringt, glaube ich. Der Dembele macht noch einen guten Job. Ich glaube, den lasse ich mal noch. Aber Reus wechsle ich mal gegen Ribéry. So, Mali ist da. Okay, da ist David Luiz, da ist Smalling. Mal gucken, ob ich die zwischendurch spielen kann. Glaubst du nicht, aber mal gucken, mal gucken, mal gucken. Scheiße, es war ein Versuch wert. Nice Luck. Er macht auf jeden Fall jetzt mehr Fehler im Aufbauspiel. Er kommt ungefährlicher vor mein Tor als ich vor seins. Das ist schon mal gut. Das kann man als faul werten. Also das habe ich auf jeden Fall schon gepfiffen bekommen. Abseits. Sehr gut. Also ich bin mit der Abwehrarbeit zufrieden, aber andere Formationen können wir vergessen gegen den, das weiß ich jetzt schon. Sagt er, Dembele macht noch einen guten Job. Wieder wird einfach nur stupide in die Mitte gelegt, obwohl ich da nicht hinziehe. Ich verstehe nicht, warum machen denn die das? Ja, war wieder von hinten bis vorne nicht so geplant. Ist, glaube ich, arschklar. So, endlich habe ich es mal geschafft, mich ans Klären zu erinnern. Ah, wenigstens haben wir noch kein Gegentor gefressen, das ist doch schon mal was wert. Ribéry noch gar nicht eingesetzt. Schön gemacht von Vidal, dass er wohl keine Ausdauer mehr hat. Na gut, Verlängerung, aber 0-0, das ist okay, das ist okay. Wir waren zwar der leicht bessere Spieler, aber wenigstens die 0. Ach so, Bentaleb hätte jetzt mal, Bentaleb sage ich schon, Dembele hätte jetzt mal wechseln können.
Sehr schön gemacht von Müller. Der hat echt noch gute Ausdauer. Da hat er auch einfach einen guten Ausdauerwert, der Dembele. Aber ich denke trotzdem, dass wir jetzt mit Müller besser fahren. Wenn wir mal die Seiten wechseln. Schade. Das war eine ultra wichtige Grätsche. Ich denke, es ist jedem bewusst. Am wenigsten schafft es Mali noch, den Einwurf rauszuholen, weil er sich quasi in den Weg wirft. Klappt sogar. Krass. Wir dribbeln ins Aus, nice. Müssten wir einfach mal wieder draufballern, wenn es halt nur die Ecke ist. Die Ecken waren echt gefährlich in letzter Zeit. Mal gucken. So, das machst du jetzt einfach mal rein. Boah, ich hab ihn echt reingehen sehen, zum Glück. Boah. Okay, es riecht nach Elfmeter, aber ich hoffe, dass wir vielleicht jetzt doch nochmal den Lucky Shot hinbekommen. Ich meine, rein von der Statistik her, ne, also wir haben halt keine richtig geilen 100-prozentigen rausgespielt oder sowas. Das ist das Problem. Eine Ecke. Komm schon, Hummels. Oh Mann! Dieser der Herr, das gibt's doch nicht.
Noch einmal ein kurz, glaube ich. Elfmeterschießen gegen den wird anstrengend, es wird spannend. Komm, 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 beißen, ziehen! Konzentrier dich, du verschießt keinen, du schießt keinen zu straff. Versuchst zu antizipieren und was dabei rauskommt, das kommt dabei raus. Und bis zum Ende. Durchhalten. Scheiß Dreck, ey! Scheiß Lacker! Oh, fuck! Natürlich ist es ein Lackersieg, wir waren im Elfmeterschießen beide gleich gut und er hat leider das Glück gehabt und antizipiert dann die richtige Ecke das erste Mal. Oh, fuck! Und wir hatten beide auch Tore, die unter dem Torhüter durchgingen, von daher. Es hat leider der Glücklichere gewonnen. Oh, so eine Scheiße. Insgesamt unverdient, würde ich sagen, was er gewinnt. Weil ich definitiv die Vorteile im Spiel hatte. Aber naja, im Elfmeterschießen war es dann einfach Glück. Da war keiner besser. Vielleicht schaffe ich es ja wenigstens, die letzten beiden Spiele noch zu gewinnen. Scheiße, Mann. Der Gegner hat auch relativ gut gespielt. Das war einfach ultra schwer durchzukommen. Wir haben richtig, richtig gut verteidigt, aber er halt leider auch. Und es gab keine Option, da in eine andere Formation reinzugehen. Aber das ist halt ein Spiel oder eine Niederlage, mit der kann ich unterm Strich leben. Ne? Es war sehr ausgeglichen, er war defensiv sehr stark und im Elfmeterschießen hatte ich dann halt einfach Pech. Ich habe anständige Elfmeter geschossen und hatte dann einfach Pech. So, Punkt. Bums aus Nikolaus. Aber es gab so viele Niederlagen in dieser Weekend League, die hätten halt einfach nicht sein müssen. Die waren halt so dumm. Aber egal, wir haben noch zwei Spiele, die will ich beide gewinnen, logisch, damit wir das Minimalziel erreichen, um Elite 3 im Monat zu werden. Das sind 16 Siege pro Woche, ist absolut drin. So wie ich momentan spiele, ist das absolut drin. Aber wie gesagt, dafür müssen wir jetzt einfach anstrengen und vielleicht haben wir Glück und der Gegner ist nicht ganz so gut, vor allem in der Defensive wie der andere. Dann haben wir da wahrscheinlich reinflanken, oder? Machten wirklich direkt. Oh, ich hatte kurz Angst. Dieser Winkel, man sieht einfach nicht, ob die gut kommen oder nicht. Ich habe immer kurz Angst. Schade. Danke, Müller. Ich habe ihn natürlich komplett in die andere Richtung gedreht, aber macht's aber nicht.
Das war geil. Ja, da könnte man mal über den Foul nachdenken. Eine Ecke, ja. So, ich werde mal wieder in die Mitte probieren. Das hat eigentlich ganz gut geklappt. Hier auf Hummels, mal gucken. Was ist das Problem? Dass halt öfters mal der Ball dann weggefangen wird von Buffon. Schön gemacht von Hummels. Und dann weiß ich nicht, was Sokrates das da macht. Krass, er legt sich den Ball halt viel weiter vor, als sie das normalerweise tun. Wenn man auf Ball vorlegen Taste drückt, der passt halt auch schon wieder miserabel. Nikita macht viele Fehler, aber wir leider auch. Schön gemacht von Hummels. Der ist auf jeden Fall schlechter als der letzte. Und wenn ich das Spiel verliere, ist es komplett eigene Schuld. Weil wenn ich so spiele wie im letzten Spiel, gewinne ich das auch. Oder er muss halt wirklich ultra viel Glück haben. So, diesmal steht in der Mitte niemand Geiles, deswegen werde ich ihn direkt mal kurz probieren. Hummels steht mir zu weit hinten. Ich will einfach variieren. Wenn ich denke, dass Hummels uns so gut steht, dann mache ich den halt lang. Und wenn ich denke, ah nee, das passt nicht, dann mache ich ihn kurz. Ganz einfach. Danke. Hab direkt auf Passen gedrückt. Was da, von da zu schießen, krass. Okay, das hat er jetzt offensiv ganz gut gemacht. Ich habe keinen wirklichen Zugriff gefunden, aber einfach jetzt dranbleiben, hart bleiben, konzentrieren. Er ist defensiv nicht so stark wie der letzte Gegner. Ist einfach ein Fakt. Das macht er leider gut.
Ganz in Ruhe. Wir kriegen unsere Möglichkeit schon, jetzt vielleicht. Pass sollte auf Müller gehen. Macht keinen Direktpass. Oh, ich muss aufhören, drüber zu reden. Scheißegal. Es klappt halt nicht, wie ich mir das vorstelle gerade. Einfach ruhig bleiben, steht 0-0, ist noch nichts passiert. So, schauen wir mal kurz. 2-1, 2-1. Ich überlege, ob ich mal die Formation wechsle. Ich muss halt nur dieses Mal dann, wenn ich merke, er kontert mich aus, direkt wieder zurückwechseln. Wichtig. Er hat auch wieder, ist das wieder einer dieser Spieler, die am Anfang komische Fehler gemacht haben in der Defensive und jetzt plötzlich wieder besser spielen. Ich weiß es nicht, wieso. Es hat sich ja eigentlich nichts geändert. Moment, ich drehe mal die Heizung ab. Pullover ziehe ich auch aus. Oh, wurde das jetzt gespeichert oder? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich hätte erst rausgehen müssen. Ich glaube, es wurde nicht gespeichert. Ja, sage ich doch. Ist auf jeden Fall eine kleine Pacer, der Typ hier. Spielt auch Sterling. Scheiße. Okay, bisher ist die Formation defensiv ist noch nicht wirklich so negativ aufgefallen. Mal schauen. Okay, stehen wieder nicht gut meine. Also ich will halt, dass die eher hier stehen, wo Vidal steht. Da will ich die eigentlich eher stehen haben. Wobei es sind halt beide, Hummels und Sokrates. Probier's doch mal. Und ich wechsle jetzt direkt die Spieler, damit sie beim nächsten Mal, wenn der Ball rausgeht, ausgetauscht werden. Und ich mache wieder erst Ribéry und dann Dembele, ja. Da hätte ich nochmal voll aufziehen müssen, ich Idiot. Schön gemacht von Sokrates.
Das war nicht schön gemacht. Der Pass war nicht straff genug. Fuck. Aber ansonsten komme ich ganz gut defensiv damit zurecht, finde ich. Wenn ich es nicht selber verscheiß, sage ich schon. Versauer. Aber gut gespielt. So, jetzt steht Hummels mal vorne. Da kann man es zum Beispiel auch wieder toll kurz machen, logischerweise. Ah, der hat schon gelb, aber es war kein schlimmes Foul. Wäre krass, wenn das schon wieder ein Unentschieden wird. Und wir ins Elfmeterschießen gehen müssen. Ich hoffe es nicht. Ich hoffe, dass ich vorher noch ein Tor mache. Nächste Ecke. Jetzt weiß ich auch, was das Problem an diesen Ecken ist, die in die Mitte gehen. Teilweise gehen die halt einfach ins Nichts, also da kommt dann einfach gar niemand dran. Das ist so das Problem, was ich gerade feststelle. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht so richtig, woran es liegt. Schön gemacht mit Plattenhardt. Einfach antizipiert. Schade. Was? Ich habe echt gedacht, dass Vidal den bekommt. Sehr schön. Wäre aber auch meiner Meinung nach nicht verdient. Gibt Verlängerung. Also wir haben zwar einige Male gut durchkombiniert, aber ich denke, die
besten Abschlüsse wurden dann einfach wieder geblockt und die Ecken waren dann leider doch nicht mehr so gefährlich. Es war ja arschklar, dass es wieder nicht funktioniert über Dauer. Ich weiß nicht, woran es liegt. Es liegt wahrscheinlich ein bisschen an der Aufstellung des Gegners. Wahrscheinlich hat der Gegner jetzt eine Aufstellung, wo dann die Spieler oder wie defensiv oder offensiv der Gegner auch spielt, wo dann einfach die Spieler so gedeckt sind, dass es wieder wahrscheinlich Sinn macht, mehr an den kurzen Pfosten zu flanken. Aber pff, ist echt schwer zu sagen. Ja, da dreht sich Vidal wieder rein. Soll er nicht machen, darf er nicht, habe ich nicht befohlen, macht er trotzdem. Schön gemacht von Hummels, wie immer halt. Das war blöd von mir. Foul an Bentaleb. Schön rausgetackelt. Oh, ich rieche das zweite Elfmeterschießen. Oh, meine Fresse. Aber gut, ich war nicht schlecht im letzten Elfmeterschießen. Ich hatte einfach Pech, von daher ist schon okay. Schön euch alle durch, ne? Wie sie wieder keinen Bock mehr haben mitzulaufen. Sehr schön vom Plattenhardt. Was haut er denn jetzt für einen Pass raus? Ach du Scheiße. Alles klar, keine Ausdauer mehr, da kann er nichts mehr. Ich hatte halt Müller den Lauf geschickt und nur darauf gewartet, dass er meinen Turbo zündet. Er macht halt nichts. Endlich mal.
Wenigstens noch eine Ecke. Vielleicht so jetzt, das gehen wir aber wieder an die kurzen Pfosten, weil das andere hat überhaupt gar nichts gebracht. Es gibt wirklich das zweite Elfmeterschießen in Folge. Oh. Komm, so spielen wir beim letzten Mal, nur mit ein bisschen mehr Glück. Antizipieren, die eigenen Elfer machen. Es ist erst vorbei, wenn es vorbei ist. Ja! Sehr geil. Oh. Wir haben, würde ich sagen, auch tendenziell die besseren geschossen. Waren halt auch richtig in der Ecke, der Gegner nicht. Also wir waren leicht besser beim Elfmeterschießen, aber der Gegner hat jetzt keine groben Fehler gemacht. Gut, in die Mitte schießen, ne, ist immer ein Fehler, wenn der Gegner in der Mitte stehen bleibt, logischerweise. Da war ja auch nicht strafgeschossen, da war ja einfach nur gekullert, der in die Mitte ging. Oh, sehr schön. Kann man nicht wegdrücken, ich weiß nicht, warum man das nicht wegdrücken kann. So, jetzt mache ich aber eine neue Aufnahme, weil die geht ja jetzt schon 50 Minuten, die Folge. Deswegen letztes Spiel in der nächsten Aufnahme. Damit haben wir jetzt Gold 1 erreicht, oder? Habe ich das falsch in Erinnerung? Ja, Gold 1. Oh, das ist geil. Da freue ich mich immer über meine 35.000 Coins und die 3 Packs. Es wäre geil, wenn wir noch den 16. Sieg schaffen, weil dann haben wir zumindest in der ersten Woche das Minimalziel für Elite 3 erreicht. Schade, dass es nicht mehr wurde. Ich bin, wie gesagt, mit meiner spielerischen Leistung im Großen und Ganzen zufrieden in der Woche. Auch wenn ich weiß, dass ich nicht bissig genug war in vielen Spielen und deswegen, also klar, von allen Spielen, die ich verloren habe, ist es jetzt nicht so, dass ich, wenn ich jetzt bissiger gespielt hätte, ich dann mit der letzten Konsequenz dann immer gewonnen hätte. Aber ich denke, das ein oder andere Spiel hätte ich dann wahrscheinlich mehr gewonnen und vielleicht wäre ich dann Elite 3 gewesen, ich weiß es nicht. Aber gut, da lerne ich wieder und versuche das dann nächste Woche umzusetzen. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Ich mache noch das letzte Spiel und dann war's das endlich. Was heißt endlich? Dann war's das. Tschüss, tschüss, euer Paxis.